1, 2, 3, 4, 5, 6. Es gibt tatsächlich 7 Datacrons of Corellia. Holy shit! Die muss ich alle noch finden. Zumindest 5 davon. Scheiße. Machen wir es so hier. Sind noch relativ neu. Ja, ich habe letztes Jahr schon mal gespielt. Da habe ich es aber nur auf YouTube gebracht. Dieses Jahr wird es gestreamt und nächstes Jahr will ich dann selber der Charakter sein. Nein, Spaß. Ich weiß nicht, wann ich dann die nächste Charakterklasse spiele. Mal schauen. Aber SWTOR ist halt immer relativ gut. Kann man sich nicht beschweren. Komm, ich helfe dir. Los! Nice! Es ist ein einfaches, simples Spiel, was, ja, geil ist. Vor allem als Star Wars-Fan. Wobei bei mir der Star Wars-Hype sehr nachgelassen hat. Früher war ich, ja, wie soll ich sagen, ich hab eigentlich fast mein ganzes Geld in Star Wars gesteckt. Jetzt stecke ich lieber woanders rein. Aber zocken kann man die Games trotzdem noch. Scheiß Flieger. Töte die. Alter, diese Fliege hier noch. Die ist aus dem Bad ausgewichen. Schweinerei. Sollte das Viechzeug töten. Okay, und danach. Ich hoffe mal, dass irgendwann die Quest zu Ende ist, dass ich die Dinge Starter-Crons sammeln kann. Die Viecher da drüben kämpfen auch mit? Ernsthaft? Lol, aber wie die mitkämpfen hier? Gibt's irgendwas Besonderes? Nö. Wie viel noch? Eins nur noch. Das kriegt man hin. So. Besorge die Speicherkarte der Dingsbums. Wo ist denn das dann? Ah, hier ist alles hier drinne. Okay. Ey, du scheiß Droide. So. Ich muss mal ganz kurz meine Sturmlocke wegmachen hier. So. Ich habe 40 Follower erreicht. Nice. Nur noch 10. Dann steht der Affinität nichts mehr im Weg. Das gefällt mir. Macht es mit mir. Das Speicherzeug. Wo soll denn das hier sein? Ach, das ist erst im nächsten Abschnitt.
Wow, Ike, das war ein Satz mit X. Ich muss noch ein, zwei da tatsächlich. Muss ich da lang? Nö, ich muss da lang. Er meldet sich schon mal dann, wenn er sich melden soll. Ich hatte mich gerade gefragt, wie ich Ihnen noch besser dienen könnte. Ich fange sofort mit der Aufgabe an. Okay, irgendwo hier drinnen sollen die Speicherkerne der Abwehrdruiden sein. Das sind doch... Was ist das denn? Sturmdruide, Attentatsdruide, Pirscherdruide... Du meldest dich immer, wenn du dich melden sollst. 8. Ja. Ich habe schon mal 2 Speicherteile. Das gefällt mir. Ach, du spielst mit Doppellichtschwingen, also 2 Lichtschwertern, ja gut. Die findest du alle, das findest du eigentlich alles in den ganzen Missionen. Du musst die nicht mal kaufen. Guck mal, ich schicke ja hier meine Begleiter im Aufgaben erledigen und ich habe jetzt schon Rüstung für Stufe 61 und Stufe 75. Und die sind richtig, richtig gut, also... Einfach Mission machen, dann bekommst du immer wieder Rüstungsteile, die du anziehen kannst. Lichtschwerter kriegst du, wenn du ja die Hauptquest auf dem ersten Planeten machst. Also das müsste bei den Sith ist es Korriban, bei den Jedis ist es... Genau, das ist schon zu lange her. Ich glaube Typhon. Ja. Und dann kriegst du deine ersten Lichtschwerter. Genau. Ne, ich hatte noch nie Abo. Werde ich mir auch nie holen. Bin ich ganz ehrlich, weil... Ne, brauche ich nicht. Es würde mir irgendwann so sehr auf den Geldbeutel schlagen. Da ich 3 Kinder habe, gebe ich das Geld lieber für meine Kiddies aus. Kontrolldruide, wo ist der denn? Das ist doch bestimmt wieder am Hintern der Welt. Plünderdruide. 22.000 im Aberlast Kiste!
Nee, nee. Ich spiele hauptsächlich alleine. Ich bin ab und zu mal mit einem Freund im Discord am Quatschen. Was heute nicht der Fall ist. Aus, ja, anderen Gründen, ne? Und Hilfe brauche ich. Ja, ich melde mich halt hauptsächlich bei den Leuten, wenn ich dann Hilfe brauche. Bei bestimmten Flashpoint-Missionen oder anderen Aufgaben. Hier siehst du zum Beispiel, habe ich recht gute Schuhe bekommen, einfach nur durch die Aufgabe. Aber die werde ich nicht anziehen. Präzisionswert ist komplett raus, Angriff ist verringert, zwar nur um 1. Kritischer Treffer, nee. Nee, nee, nee. Fällst du? Wo muss ich denn noch hin, bitteschön? Ah. Okay. Ja, diese Scheißfliege, genau, die fuckt mich gerade so ab. Das gibt's ja 1:1 das gleiche, was ich hab. Das wusste ich nicht, aus der 1:1 wie meins. Bis jetzt noch gar keine. Ich habe bei Civ irgendwann, also ich hatte letztes Jahr Civ gespielt, irgendwann oft gehört, weil also ich hatte einfach keine Lust mehr. Der Charakter, der existiert zwar noch, aber den werde ich wohl definitiv löschen, weil aus der Sith-Story bin ich raus, weil ich das über ihn ja nicht mehr gespielt habe. Da werde ich dann irgendwann mal einen neuen Charakter anlegen. Aktuell bin ich jetzt hier auf der Jedi-Seite und ich versuche halt hier eben die Story durchzuspielen. Ach, jetzt gibt's auf immer eine Bonusmission. Ich will jetzt mich doch verkackarsch. Ey, Mann, nee. Und dann hab ich ja noch Haufen andere, ja, Charaktere, die ich erstellen kann und spielen kann. Also, das wird sich noch ein paar Jährchen hinziehen, wenn man's so nimmt. 1:25. Zur Donnerwerft. Nein, ich muss dahin. Ich soll hier immer noch 24 Leute umnehmen. Den da hinten will ich kämpfen. Kampfmeister. Der nicht wirklich viel aushält, muss ich sagen.
der wirklich nicht viel aushält. Wow. Komme gerade bei einer Mission nicht weit, aber welcher denn? Vielleicht kenne ich die ja. Holy shit, was ist denn mit dem falsch? So macht man das. Einmal schlagen, Gegner down. Das ist schon wieder ein Kampfmeister. Aber die haben wenigstens was drauf. Und da gab's ein Level up. So schnell stirbt man. War ich nicht erst 56? Wieso bin ich jetzt schon 58? Muss ich nicht verstehen, oder? Ich kann ja wieder was freikaufen, das gefällt mir. Eine verbesserte Flashpoint-Erfahrung, verbesserte Klassenmissionserfahrung, Erkundungserfahrung, verbesserte Raumjäger-Erfahrung. Auf jeden Fall dies hier. Verbesserte Weltraummission-Erfahrung, das auch. Ach komm, hier, scheiß drauf. Gibt alles XP, die werden verbessert. Kriegsgebiet-Erfahrung können wir auch mal kaufen. Dit kaufen wir. Und das war's erstmal. Da ist schon wieder ein Sith. Wie viel muss ich jetzt noch umnieten? 12. Ja Gott. Komm mal her. Damage mag ich jetzt eigentlich immer. 3117 hat jetzt die Spezialattacke gebracht. Ich muss echt mal auf den Damage-Wert achten. Ziel ist tot, wow. Zwei, zwei. Ah, okay, also ich habe jetzt das Maximale von 3100 rausgeholt und Damage. Das soll ja schon mal was heißen. Aber ich muss noch ein paar Gegner umnieten. Ich habe nur 16. Nö, ich kämpfe lieber gegen dich. Der hat gerade was absorbiert. Das ist ein Hund. Hallo? Kämpfen? Ja.
Fehlen mir ja immer noch drei. Da ist noch einer. Ja, diese scheiß Fliege hier, ne? Die fuckt mich so ab. Ja gut, das maximale waren jetzt 3100 an Damage. Das reicht eigentlich fürs Erste. Ah, hier oben hätte ich auch noch kämpfen können. Wow. Das hätten sie mir mal früher sagen können. Gratuliere, ihr seid drin. Habt ihr mal darüber nachgedacht, was als nächstes kommt? Coronet Shipping untersteht meinem Kommando. Ihr mögt unsere Verteidigung überwunden haben, aber an meinen Leuten kommt ihr nicht vorbei. Der hat einen ganz schön großen Plaster. Ich glaube, der will was damit kompensieren. Ihr habt verloren, Captain Granta. Stellt die Neutronenemitter ab. Glaubt ihr wirklich, das würde einen Unterschied machen? Draußen waren die Tunnel euer Fluchtweg. Hier drin gibt es keinen Ausweg mehr. Die Neutronenemitter zu zerstören, bringt euch nicht weiter. Wir haben noch andere Wege, die Republik unter Kontrolle zu halten. Egal, wie viele Tricks das Imperium anwendet, ich werde sie aufhalten. Ihr werdet nur eine weitere Leiche sein. Das ist alles. Befehle, Sir? Zeigt der Republik, wie das Imperium mit seinen Feinden umgeht. Komm, erstmal den Lakaien hier ausschalten. Und jetzt ist der Lolling dran. So. Absorption, Verteidigungswert geht flöten bei dem ihn. Und bei dem niedrigeren geht nur Präzisionswert flöten. Dann tauscht das tatsächlich mit dem aus. Mit dem 114er, das ist das hier. So. Genau. Huch. Da steht ja noch einer. Wene buna na de tehe ya yang kwe gong baba he. Une wa sa hu se, le kuna ba la una ka ba sa ma lo chu ba la. Ich muss mich mit General Apes in Verbindung setzen, um Anweisungen zu erhalten. Captain Granta ist tot, General. Wir sind bereit, den Neutronenemitter auszuschalten. Negativ. Imperiale Soldaten steigen gerade in die Raketenbahn. Sie wollen uns aufhalten, bevor wir ausrücken können. Wenn die Imperialen heftig genug zuschlagen, haben wir niemanden mehr, den wir schicken können. Wir müssen sie mit den Neutronenemittern ausschalten. Taketo
Yalemo Hakoko, Anaha Gwehemeje. Die Solustaner sehen lustig aus. Ja. Wir können keine unschuldigen Leute töten, nur um einen schnellen Sieg zu erreichen. Dann müssen wir sie auf die altmodische Art und Weise besiegen. Hoffen wir, dass uns diese Schlacht nicht den Krieg kosten wird. Ist der dumm? Wieso sollte diese eine Schlacht den Sieg kosten? Der Krieg ist im ganzen, keine Ahnung, Universum. Cool. Moment. Ja? Was los? Hast du deswegen gestern versucht anzurufen? Derek, ich streame aber. Ist nicht so schön. Du hast eine 1 plus in Deutsch geschrieben. Okay. Und wie sah deine Schrift aus? Aha, was habe ich dir zu deiner Schriftart und Weise gesagt? Aber schön, dass du eine 1 geschrieben hast. Ja, plus oder minus ist erstmal egal. Das ist trotzdem schön. Ja. Dann wird ja doch noch was aus dir. Ne, dann streng dich an. Dann streng dich mal an, Junge. No, danke. Sag mal deiner Mutter, ich werde ihr heute Abend mal eine Nachricht schreiben wegen nächster Woche, wegen euch zwei Jungs. Alles klar, dann noch einen schönen restlichen Donnerstag. Pünktlich gelieferte Perfektion. Es war mir eine Freude, Ihnen zu dienen. So, ihr habt's gehört. Mein Ältester hat angerufen. Ach, ja. Kinder gehen natürlich vor. Das weiß jeder, der mich kennt. Und da telefoniere ich auch schon mal mit einem Stream. Nein, das ist was für Altor. Du kannst nicht kämpfen. Du machst Suchaufgaben. Der Wunsch ist mir Befehl. Krieg ich auch mal schöne Rüstung. So, so, so. Müssen wir denn jetzt auf die andere Seite? Scheiße! Ich wollte nicht zur Donnerwerft, ich wollte dahin. Oh Mann. Erstmal automatisches Fahren aktivieren. Ich fahre den anderen Weg. Und zwar den da. Sag mal. Oh, was mache ich denn jetzt? Huch, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich war rausgetappt, lol. Ich muss ganz kurz wieder auf mein Creator Dashboard zurückkommen. Ja. Da bin ich wieder drinne. Genau. Und ich wollte noch die Datacrons sammeln. So, jetzt automatisches Fahren aktiviert. Lol, gar nicht mitgekriegt, dass meine Maus rausgetappt war. Das ist ja eine Scheiße. So, wie lange streame ich? 2 Stunden 14?
Naja, so lange werde ich Star Wars heute nicht mehr streamen. Ich will dann noch auf dem Minecraft-Server. Wie kann man automatisch fahren? Das ist auf der Maus bei mir die Pfeil-Zurück-Taste. Also die Daumentaste, Pfeil-Zurück. Womit du zum Beispiel bei Internetseiten im Browser auf die vorherige Seite wieder gehst. Wenn du jetzt nur eine Dreitastenmaus hast, also linke, rechte Maustaste und Rad, weiß ich es leider nicht, welche das ist. Da kann ich dir nicht weiterhelfen, aber das steht auch alles in den in den Einstellungen unter Steuerung drin. Da lang. Nein, der hat mich gesehen. Autsch. Wie man hört, ich klatsche einfach mal und er fährt automatisch. Bitte, bitte. Musst nur aufpassen, ich würde dir empfehlen, A und D zum Lenken nutzen, denn mit der Maus dann zu lenken ist scheiße. Das sieht dann ungefähr so hier aus. Weil man ja die Empfindlichkeit nicht wirklich einstellen kann. Ach, und das automatische Fahren ist im Übrigen auch gleich das automatische Rennen. Hier drüben muss ich rein. So. Ihr habt es herausgeschafft. Wir waren auch nicht untätig. Bei Coronet Shipping herrscht immer noch Chaos, aber die Raketenbahnen laufen wieder. In diesen Zügen waren mehr als 2 Dutzend Zivilisten. Dank euch konnten schon viele den Planeten verlassen. Ich wäre glücklicher, wenn einige geblieben wären, um uns zu helfen. Wir haben im ganzen Sektor Leute und Ausrüstung verloren. Es wären unschuldige Leute gestorben. Ich musste etwas tun. Auf Kosten der Republik. Wir werden uns erholen. Aber das nächste Mal haben wir vielleicht nicht so viel Glück. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt Zugang zu den Raketenbahnen haben. Wir leiten schon Truppen und Vorräte an Stützpunkte der Republik auf ganz Corellia weiter. Aber das Imperium macht es uns nicht leicht. Sobald unsere Truppen die Raketenbahnen verlassen und den Bodentransporter umsteigen, werden sie nicht mehr gesehen. Wir sind nicht sicher, wie das Imperium sie abfängt. Aber wir haben von jemandem gehört, der glaubt es zu wissen. Ratsmitglied Belos, vom selben korallianischen Rat, der dafür gestimmt hat, dem Imperium beizutreten. Das war ein Fehler. Die Republik wird Corellia befreien und ich will dabei helfen. Ihr habt gegen die Republik gestimmt. Warum wollt ihr uns jetzt helfen? Ihr habt die imperiale Blockade gebrochen. Andernfalls hätte die Republik keine Chance gehabt. Wie nett von euch, dass ihr uns jetzt unterstützt, wo das Imperium dabei ist, zu verlieren. Ich erwarte nicht, dass ihr mir vergebt. Aber ohne meine Hilfe wird eure Verstärkung das Tal der Arbeit niemals passieren. Eure Leute verschwinden, sobald sie in Gleiter umsteigen. Das Imperium setzt Droidenprototypen ein, die jedes Kurzstreckentransportmittel erledigen können. Wo hat das Imperium diese Technologie gefunden? Sie haben sie nicht gefunden, sie haben sie entwickelt. Sie haben die besten Wissenschaftler und Techniker von Corellia zusammengetrieben und an die Arbeit gesetzt. Meine Assistentin Dina Beha hat Nachforschungen über die Droiden angestellt. Ich habe sie angewiesen, euch im Tal der Arbeit zu treffen. Darf sie mit euch rechnen? Wir nehmen jede Information, die eure Assistentin uns geben kann. Ich sollte wieder zurückgehen, bevor man mich vermisst. Wenn ich noch etwas erfahre, das euch helfen könnte, werde ich mich melden. Wenn das eine Falle sein sollte, werden wir es bald wissen. Nehmt die Raketenbahn ins Tal der Arbeit und findet diese Dina BH. Wir müssen die Droiden aufhalten. Dina BH, okay. Wenn die auch im BH rumsteht, dann ist es mir eine Freude, die zu suchen. So, L ist Missionslogbuch, genau. Okay, ich muss erstmal die andere Quest abgeben. Ach, hier drin kann ich ja wieder nicht fahren. Äh,
Aber jetzt kann ich wieder fahren. Und ich muss... Ach du Scheiße, wo muss ich denn lang? Ich hab da eine tolle Rüstung. GG. Welches Level bist du eigentlich? Und was du hast, müsstest Jedi sein. Jedi oder Sith? Und welches Level bist du aktuell? Oh, wollt ihr mich verarschen? Ich muss den ganzen Weg außen rumfahren? Nö. Nö. Ich fahre durchs Gebäude. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch die gelbe Mission zu Ende. Dann suchen wir noch die Datacrons. Da muss ich leider den Chat im Hintergrund lassen, beziehungsweise den zweiten Browser öffnen. Und dann werde ich eine Runde auf den Minecraft-Server wechseln. Und heute Abend oder morgen früh muss ich den Stream wieder runterladen, dass ich ihn schneiden und auf YouTube hochladen kann. Hier und da lang, genau. Wann ich schon gesammelt habe. Dann muss ich alle 7 noch mal abfliegen. Geradeaus? Geradeaus. Nee, du kannst hier drinnen nicht fahren. Warte mal, was? Besiege die... Oh, ich dachte, bringe die Imperial... Oh, okay. Wieder taufrisch. Ja, okay, dann besiegt man die einfach mal. Wow. Das war's schon? Ernsthaft? Ging schnell. Ich dachte, die Mission dauert ein bisschen länger. Ich habe einen Weg gefunden, oh, Ihre Anweisungen zu Hund. Übertreffen. Ich hoffe, es macht Ihnen nicht aus. Hier suchen. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. Und was hast du mitgebracht? Ein Messer.
Stufe 61. Das kannst du behalten. Hä? Warte mal, wo muss ich denn jetzt... Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Dahin, genau. Zu der Katze. Ich habe den Auftrag wie gewünscht ausgeführt. Das gute Angebannadolatakas. Arkskiel, Ognan Talangarions, dann passt der Dicke. Okay. So. Gelbe Quest abgeschlossen. Ich muss mal ganz kurz raustappen. Denn ich werde das jetzt so hier machen. Und so hier. Und jetzt sehe ich den Chat und natürlich die Dinger mit den Datacrons. Das Bild mit den Datacrons. So. Hier ist die 61. Ich glaube, die hat man tatsächlich schon. Wir hatten, glaube ich, die hier und hier hat man eins. Wir gehen erstmal da runter. Da unten habe ich definitiv noch keinen. Da gehen wir nicht hin, weil ich mich da nicht hinporten kann. Das heißt, wir gehen einmal dahin. Ich kann halt auch nicht wirklich nachgucken, welche ich schon habe. Oder gibt es hier so eine Art Log? Ich könnte den Kundendienst mal fragen, ob die mir das sagen. Erfolg Datacrons. ...82, die ist hier auf dem Planeten. Und die 79, genau. Also die zwei habe ich. 79, das war da unten, wo ich nicht hinkomme. Und die 82, Moment. 79 ist hier, 82 ist hier. Also ist hier noch was, da noch was, da noch eins und da noch zwei. Okay, dann machen wir als erstes hier. Warum? Hä? Was ist denn das hier? Ist das schon wieder eine neue Mission? Nee, Held? Das ist eine normale Mission. Ich verlasse den Planeten irgendwie gar nicht. Was ist mit meiner Einheit? Ein Hinterhalt von Kampfdruiden, anscheinend mit schweren Verlusten. Und wir sitzen alle hier im Hafen fest. Edi, ihr müsst etwas tun. Wir müssen da raus und unseren Leuten helfen, aber unsere Transporter können nicht starten. Was stimmt nicht mit den Transportern? Stellt euch vor, unsere eigenen Schiffe erschienen plötzlich auf den Scannern als feindliche Objekte. Die Imperialen senden Störsignale aus. Das Kommando hat allen Schiffen Flugverbot erteilt, nachdem unsere Flotte versehentlich drei unserer eigenen Lazarettschiffe abgeschossen hat. Ja komm, komm zum Leute Punkt. Haben eure Leute das Störsignal zurückverfolgen können? Sie haben sich in einem alten Verkehrskontrollturm eingerichtet. Aber sie sind nicht dumm. Das Imperium bewacht die Operation mit massivem Truppeneinsatz. Unsere lokalen Einheiten können nichts ausrichten. Wenn ihr nicht durch ihre Verteidigungslinien kommt und die Störsignale ausschaltet, dann schafft es niemand. Keine Sorge, bald werden eure Transporter wieder fliegen. Die Störvorrichtung befindet sich wahrscheinlich im Kontrollturm. Ihr müsst euch also irgendwie Zugang verschaffen. Ich sage meinen Vorgesetzten, dass ihr euch der Sache annehmt. Ja,
Okay, nächste Mission. Gefühlt gibt es hier nur Missionen. Und kommt hier irgendwie gar nicht weg. So, irgendwo hier soll eins sein. Okay. Zur Info, ich sehe nicht, wie man da hinkommt. Ich sehe nur das Bild des Datacrons und die Koordinaten, wo es ist. Das Drecksding ist hier drinne? Wie hole ich denn das da raus? Nee, das ist da drin. Da wird's mir angezeigt. Genau. Alter, erschreck mich nicht so. Ich muss es mir jetzt mal durchlesen. Ich muss das Gebäude betreten. Bin ich. So, hier raus. Das Gebäude ist über den anschließenden Hof, bis du an eine Brüstung direkt an einem Abgrund stehst. Was? Muss ich mal kurz gucken. Oh nee. Wenn man hier reinkommt, genau. Hier kommt man rein. Andere Seite. Raus steht da. Wie soll ich denn das da rausholen? Auf der anderen Seite raus, anschließend über den Hof, bis du an einer Brüstung direkt an einem Abgrund stehst. Das ist ja dann das da, denke ich mal. Oder das hier vorne? Wir gucken mal, hier geht's nicht weiter. Ich hör's halt einfach. Von dort aus kannst du auf ein darunterlaufendes Rohr springen. Ah! Ah! Ja gut, darauf wäre ich niemals gekommen. Aber wirklich niemals.
Oh, Schwein gehabt. Und da ist eins, ja, nee, zwei. Eins, zwei, so schnell eins. Stirbt niemand. Präsenzattribut. Präsenz plus 4, cool. Oh, sieht geil aus. Da unten muss noch irgendwo sein, das holen wir uns auch noch. Oh Gott! Das soll irgendwo hier unten sein. Das heißt hier, also da lang. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Scheiße, ich habe die Map offen. Ich sehe den Weg nicht richtig. Alter. So, einmal hier durchs Gebäude und dann müssten wir da sein. Ich müsste tatsächlich noch auf Typhon zurück. Da habe ich schon zwei Datacrons gesammelt. Ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt. So, irgendwo hier soll's sein. Meine Ergebnisse waren nicht ideal. Für dieses Versagen gibt es keine Entschuldigung. Das ist einfach nur ein Geschenk, okay. Ich hatte mich gerade gefragt, wie ich Ihnen noch besser dienen könnte. Ich fange sofort mit der Aufgabe an. Irgendwo hier soll's sein. Oder? Bin ich hier richtig? Hier so in der Ecke. Oder hier vorne? Wo könnte es denn sein? Jetzt muss ich gerade noch mal. Überall sein. Wow. Sehe halt auf dem Bild nur, dass da irgendwas kaputtes ist und ein bisschen Qualm. Das kann halt auch hier drüben auf der Seite sein. Ich höre auch aktuell kein Datacron.
Hier auf die andere Seite rüber mal. Komme ich hier durch? Ja, hier komme ich durch. Nice. Nice, nice, nice. Zerstörtes mit Qualm. Jetzt ums Gebäude rum. Wenn die mich hier rumfahren lassen tun würden, danke, bitte. Hier war ich doch heute schon mal, da bin ich doch hier reingesprungen, hochgefahren. War das hier? Nee, das war nicht hier. Okay. Wir sind schon mal hier. Aber von hier aus sehe ich kein Datacron. Tatsächlich. Ich muss jetzt mal gucken. Ich bin sowieso komplett falsch. Kriege ich gerade mit. -3, -2, -1, 6. Es ist da unten. Holy. Da muss man erstmal drauf kommen. Ach man, jetzt habe ich das automatische Fahren abgebrochen. Nein, 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 ihr habt mich nicht gesehen. Nein, 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 au, pfui, aus. Igitt. Ah, Mami. Keine Sorge. Kira, kümmere dich. Ich renn weg. Die Kira macht das schon, mein Mäusel. Alter, da unten beginnt das irgendwo. Ich kann schon lange suchen. Mist.
Rumgleiten und Kaffee trinken ist nicht gut. Okay, ich muss jetzt hier auf jeden Fall geradeaus. Und dann... Entschuldigung. Bis da runter. Bis dahin, wo meine Maus ist, muss ich. Okay. Kann ich ja lange suchen, würde ich sagen. Da kann der Eik ja lange suchen. Okay, irgendwo hier drüben geht's los. Ich fahr jetzt wieder selber. Das Bild zeigt mir so ein kleines Podest, ein kaputtes Haus oder irgendwie sowas. Und das, ich glaube, das ist sogar wirklich dort gleich. Ja, da oben ist dieses Gerät, was mir angezeigt wird. Außer Reichweite. Schön. Da oben ist das Datacron. Komme ich da hoch? Dass ich jetzt hier außen rumfahre. Aber ich suche hier tatsächlich gerade was. Das geht dann hier drin weiter. Meine Ergebnisse waren nicht ideal. Alter! Für dieses Versagen gibt es keine Entschuldigung. Nee, einfach nee. Warum erschreckt ihr mich so? Hier soll sich ein Aufzug befinden? Hier ist kein Aufzug. Wo komme ich denn hier raus? Auf der total falschen Seite. Nee, das ist falsch. Ich hab Post. Ich weiß nicht von wem. So, was? Jetzt muss ich lesen. Deine Suche nach dem Datacron beginnt bei etwa 3 Dollar. Dir Regierungsbezug. Hier stehst du fast direkt vor einem zerstörten Gebäude. Betrittst du es, findest du ziemlich in der Mitte eine Säule. An der ein Mini-Aufzug. Warte mal, an der Säule ist ein Mini-Aufzug?
Mal ganz ehrlich, ne? Habe ich gar nicht gesehen. Da! Oh lol, ist der lahmarschig! Kann sich nur um Stunden handeln? Ist der lahmarschig, Alter. Da können wir nochmal Review passieren lassen. Die zwei haben wir dann. Hier haben wir eins, da haben wir eins. Das heißt hier eins und da zwei. 81, 62, 61. Muss ich mir für den nächsten Stream merken. Da kann ich auch mal ganz kurz raustappen. Okay, so viel haben wir gar nicht angezeigt. Interessant. Komm, fahr schneller, du lahme Schnecke. Mann. Ihr Seelenfrieden ist meine höchste Priorität. Sie können versichert sagen, dass ich diese Aufgabe Geschenk direkt ausführen werde. Hier, Kira. Auch außer Reichweite. Cool. Wo stehst denn du? Kira? Da bist du. Guck mal, hab ein Geschenk für dich. Das nenne ich mal ein Geschenk. Aber sowas von, Baby. Oh, Scheiße, ob ich den Sprung alleine schon kriege oder nicht, ist die andere Frage. Das ist risky. Ich hab's hinbekommen. Datacron, ich komme. So, das ist aber das Letzte, was ich heute in dem Stream mache. Ich werde noch Minecraft streamen. Ich will das Modpack noch ein bisschen ausreizen. Bin ich schon fast 3 Stunden dabei, Star Wars zu streamen. Und bis ich hier oben bin, dauert es ja sowieso. Gut. Tue ich mir das Bild aus dem Browser rauskopieren auf dem Desktop, streiche die durch, die ich schon habe. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit Datacron sammeln. Interessant, er stützt sich in der Luft ab und dreht sich dabei. Hä? Der stützt sich in der Luft ab und dreht sich? Lol. Dreh dich mal! Du hängst halb in der Wand. Das ist nicht gut. So. Ach komm, Fahrstuhl. Ein Ticken schneller könnte es echt gehen. Das ist genauso lahmarschig wie die Ballonfahrt. Ballonfahrt auf Tatooine. Die eine halbe Stunde dauert. Na komm, gleich sind wir oben. Los, höher.
Höher! Ich will aber auch nicht runterplumpsen. Wo ist die Kiro? Die Kiro steht immer noch da unten, lol. Ja! Hui! Geil! Was? Hä? Was ist denn das? Ey, das ist ja... Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Wieso bin ich schon wieder auf dem Turm? Respawn bitte. Was ist denn das für eine Kacke? Ich bin da rüber geflogen und gleich wieder hier. Oh Mann. Wisst ihr Bescheid? Nicht liegen bleiben, gleich aufstehen. Scheiße. Ich will hier jetzt aber auch nicht runterspringen. Oder mich hier oben ausloggen. Kann ich irgendwas machen, dass das schneller respawnt? Feiern! Nee. Allgemeines. Was denn jetzt? Was hab ich gar nicht ausgewählt? Angeben. Sozial. Hier. Wow. Na gut, dann würde ich sagen, wir holen das Holochron beim nächsten Mal. Und schade eigentlich, dass das Respawn hier so lange dauert. Ich werde jetzt den Stream hier beenden.